Jetzt. Frau Kaiser, Olympia 2018 in München in Ihrer Heimat. Ja. Wie schätzen Sie denn jetzt nach dieser grandiosen Show die Chancen Münchens ein? Ich glaube, vom Gefühl her, und das ist natürlich nach so einer Sendung dann immer extrem emotional, das kann gar nicht mehr schief gehen, aber man weiß es natürlich nicht. Das sind ja immer rationale Entscheidungen, da sind viele Faktoren dabei, die wir gar nicht kennen, die wir auch nicht beeinflussen können, aber ich glaube, das, was wir beeinflussen können, haben wir heute, die Münchner und auch die Region, einfach so gut wie möglich beeinflusst. Wie fanden Sie denn heute die Stimmung hier? Wahnsinnig gut. Also man muss ja ehrlich gestehen, es war schon ein bisschen kalt, also frisch für den Sommer, für Juni in München. Aber die Leute haben alles gegeben. Wir hatten Angst, dass es regnet. Es hat nicht geregnet. Also sogar Petrus war uns hold. Und die Stimmung war einfach, hätte nicht besser sein können. Also wir haben alles gegeben. Welche Wintersportart üben Sie denn selber aus? Also da halte ich es wie beim Fußball. Ich bin eine sehr schlechte Fußballerin, eine sehr schlechte Wintersportlerin. Also ich kann ganz gut Schlittschuh laufen, bremsen geht nicht so gut, aber es ist ja egal. Ski-Alpin, naja, ich komme runter, aber es sieht bestimmt nicht gut aus. Aber dafür gucke ich es umso lieber und zitter mit. Und also wie gesagt, ich bin ein verbaler Wintersportler. Ich hätte da einen Vorschlag für Sie. Wie wär's denn mit Ice Crash Downhill? Da hat man mich in diesem Jahr schon ein oder andere Mal versucht dazu zu überreden, aber das sind ja Wahnsinnige. Also ich finde, das ist eine geile Sportart, sich auf Schlittschuhen mal eben eine eisglatte Piste runter zu lassen. Das ist wirklich Hut ab, wer den Mut hat. Ich glaube, ich habe ihn nicht. Weil hätte ich auch wieder mein Bremsproblem. Ich könnte wahrscheinlich nicht bremsen, aber es ist eine coole Sportart. Ich glaube, ich bleibe lieber heile. Ich glaube, Niefnecker und Co. würden Ihnen sicherlich helfen. Ja, der Niefnecker hat es mir auch schon mal angeboten. Allerdings, ich musste auch ihm sagen, oh, mach du das, ich will dir deinen Titel ja nicht wegnehmen. Also besser so als anders. Ich will meine Zähne behalten. Sie sind ja öfters hier in der Allianz Arena, um von den Fußballspielen von der Champions League zu berichten. Können Sie mal so ein bisschen beschreiben, was der Unterschied zu der heutigen Stimmung war? Naja, es ist schon einmal ganz komisch, überhaupt in dieses Stadion hier reinzukommen und dann alles weiß zu sehen. Und normalerweise darf man ja auch nie den heiligen Rasen betreten. Schon gar nicht mit Stöckelschuhen oder was weiß ich nicht. Und das ist heute einfach was ganz anderes gewesen. Es war so, es war ein Familienfest hier. Sonst ist es ja wirklich der große FC Bayern, Rekordmeister oder eben die 60er. Aber dann hier mal so ein wirkliches Familienfest, wo alle mitfeiern dürfen, wo alles zusammen, wo alle für einen. Super, das war anders. Können Sie uns verraten, wie sich eigentlich eine Sportmoderatorin auf so einen Tag vorbereitet? Mit ganz viel Emotion, Enthusiasmus, Leidenschaft und natürlich alles zu wissen über so viel wie möglich Hintergründe, über die Bewerbung, über den aktuellen Stand der Bewerbungsphase, über die Konkurrenten und so weiter und so fort. Und also ich habe mir sehr viele Tipps bei Maria Risch geholt. Also. Was hat Ihnen denn heute besonders gut gefallen? Einfach diese Stimmung. Also ich fand das toll, dass am Ende wirklich eine Schneeballschlacht gab, dass es ein Wintermärchen war. Also dass das, was wir erreichen wollten, nämlich zu zeigen, wie wir uns darauf freuen würden, das ist uns gelungen. Das Gesamtergebnis war toll. Was machen Sie denn am 6. Juli? Sind Sie hier in München? Ich bin nicht in München, aber ich werde natürlich das alles verfolgen. Ich werde wahrscheinlich am Strand, weil ich im Urlaub bin, am Strand sitzen, die Daumen drücken und mich dann hoffentlich für München freuen. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Urlaub und vielen Dank. Danke auch. Tschüss.